Herr Präsident, meine Herren Bundesminister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf einleitend einen Abänderungsantrag zum Einkommensteuergesetz einbringen. Abänderungsantrag von den Abgeordneten Zagustelski, Greiner, Kolleginnen und Kollegen, die wichtigsten Änderungen in aller Kürze erörtert. Zum einen werden die Voraussetzungen für die automatische Arbeitnehmerveranlagung geschaffen, wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger. Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Einlagenrückgewähr. Das Vorhaben, dass zuerst alle Gewinne zwingend ausgeschüttet werden müssen, bevor Einlagenrückgewähr stattfinden kann, wird wieder eingefangen. Die Verschiebung des Inkrafttretens der Umsatzsteuererhöhung für Beherbergungsbetriebe wird auf 1.5.2016 verschoben. Das bildet letztendlich die Praxis im Tourismus ab. Ein weiterer wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit den Registrierkassen, eine leichte Verbesserung in Richtung Praxisorientierung. Die Verpflichtung zur Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems besteht bekanntermaßen nach diesem Gesetz ab 15.000 Euro. Im Abänderungsantrag nunmehr abgeändert, dass es weitere Voraussetzungen vorlegen muss, dass mindestens 7.500 Euro Barumsätze davon sind. Ein weiterer Punkt, durchaus praxisorientiert, einige Erleichterungen für Automatenbetreiber. Somit steht der gesamte Abänderungsantrag im Sinne einer Verbesserung, sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Wirtschaft, Vereinfachungen, Verwaltungsvereinfachung und Praxisorientierung. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Kollegen Greiner und seinen Kollegen bedanken für die harten, aber intensiven Verhandlungen und konstruktiven Verhandlungen im Zuge des parlamentarischen Prozesses. Des Weiteren, meine Damen und Herren, bringe ich einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Zagustelski, Greiner und Kolleginnen und Kollegen ein, betreffend automatischer Berücksichtigung des Kinderfreibetrages und anwenderfreundlichere Ausgestaltung der Steuerformulare. Die unterfertigten Abgeordneten stellen folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Minister für Finanzen, wird aufgefordert zu prüfen, ob eine amtswegige automatische Berücksichtigung des Kinderfreibetrages im Rahmen der Veranlagung in einer für die Anspruchsberechtigten entlastenden Weise möglich ist. Weiters wird der Bundesminister für Finanzen aufgefordert zu prüfen, ob eine anwenderfreundlichere Ausgestaltung des Formulars für die Arbeitnehmerveranlagung L1 bei Vorhandensein von Kindern, insbesondere die Einbeziehung des Formulars L1K in das Formular L1 möglich ist. Meine Damen und Herren, heute viel bereits gesprochen über das Thema Steuerreform und ich möchte betonen, Sie können das nachlesen, ich habe bereits vor rund einem Jahr ausdrücklich immer von einer Steuerentlastungsreform gesprochen. Einen solchen Namen verdient diese Reform natürlich nur dann, wenn unseren Bürgerinnen und Bürgern am Ende des Jahres mehr netto vom Brutto in der Tasche bleibt. Das Ergebnis, sprich der Gesetzesentwurf, der uns heute vorliegt, dürfte auch die letzten Skeptiker überzeugen. Man kann letztendlich nur mehr wider besseren Wissens etwas anderes behaupten. Die Steuerreform bringt in drei Bereichen ganz konkrete Veränderungen und ich würde sagen Verbesserungen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Zum einen der bereits angesprochene Bereich der Entlastungen, zum zweiten Wachstum und Beschäftigungsimpulse und zum dritten die ebenfalls durch den Abänderungsantrag ergänzten Vereinfachungen und eine Verstärkung der Bürgernähe. Wenn wir uns noch mal kurz mit dem ersten Punkt der Entlastung beschäftigen. Die Senkung allein des Eingangssteuersatzes auf 25% bringt allen steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürgern mehr netto vom Brutto. Sie kennen die Rechnungen. Durchschnittlich wird jeder Österreicherin und jeder Österreicher 1.000 Euro mehr in der Tasche haben. Auch der klassische, immer sogenannte Spitzensteuersatz von 50% greift ab der Steuerreform erst in der Größenordnung von 90.000 Euro jährlich. Da ist damit eine konkrete Stärkung des Mittelstandes. Und in Summe bringt die hier vorgestellte Tarifreform allein in diesem Tarifbereich für alle Menschen in Österreich ein Ersparnis von 4,3 Milliarden Euro. Ganz wesentlich aber, meine Damen und Herren, weil es auch von den Kollegen der Freiheitlichen Partei angesprochen wurde, es gelingt uns mit der Steuerreform auch durchaus ein erster Durchbruch im Bereich der Familien. Natürlich ein erster. Wir müssen ja weitere Schritte setzen, ist gar keine Frage. Aber wir verdoppeln hier den Kinderfreibetrag von 220 auf 440 Euro. Immerhin eine Verdoppelung. Dass es prozentuell so wenig ausmacht vom Gesamtvolumen, liegt daran, dass die Steuervolumenreform insgesamt ein so großes Volumen erreicht hat.
Die Steuerreform bringt letztendlich auch für Geringverdiener und Pensionisten die Möglichkeit, die Rückerstattung der Sozialversicherung zu beantragen. Hier kommen allein den Pensionisten rund 70 Millionen Euro zugute. Das Entlastungspaket, um das zusammenzufassen, werden unsere Bürgerinnen und Bürger massiv spüren. Und damit ist auch der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, die Impulssetzung für Wachstum und Beschäftigung ganz klar eingeleitet. Wir fördern zusätzlich die Innovationsbereitschaft der österreichischen Betriebe durch die Erhöhung der Forschungsprämie von 10% auf 12%. Eine Maßnahme, die durchaus international auch beachtet werden wird und damit standortpolitisch sehr wichtig ist. Wir verdoppeln zudem die steuerfreie Mitarbeiterkapitalbeteiligung und senken außerdem die Mindestbeitragsgrundlage für Selbstständige. Alles Maßnahmen, die den Wirtschaftsstandort Österreich attraktivieren und konkurrenzfähiger machen. Letztendlich zum dritten Punkt, die Vereinfachung, heute mehrfach angesprochen in meinen Ausführungen, und Bürgernähe. In der Sozialversicherung bringt die Steuerreform Veränderungen, die den Alltag, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, den Alltag unserer Bürger erleichtern werden. Bereits seit 1. Mai 2015 wird die Familienbeihilfe antragslos und rasch unkompliziert ausbezahlt. Damit dieser Weg der Entbürokratisierung weiter beschritten werden kann, haben wir den Antrag eingebracht, den Kinderfreibetrag ebenfalls antragslos zu gewähren. Und ich bin überzeugt, dass im Bundesministerium für Finanzen die entsprechenden Vorarbeiten bis zum Herbst abgeschlossen sein werden. Des Weiteren weniger Sozialversicherungsbeitragsgruppen, automatische Arbeitnehmerveranlagung, all dies Themen, die unseren Bürgerinnen und Bürgern die Verwaltung erleichtern sollen. Im Gegenteil zu vielen Behauptungen muss vielleicht an dieser Stelle auch noch mal eingefangen werden, dass die Gegenfinanzierung auf gesunden Beinen steht. Es handelt sich hier um keine Steuerreform auf Pump, sondern eine Steuerreform, die auf der anderen Seite sehr sinnvolle Maßnahmen mit sich bringt. Zum einen, rund 17% werden aus der Selbstfinanzierung getragen, rund 850 Millionen Euro der Betrag. 1,9 Milliarden aus der Betrugsbekämpfung. Weitere 1,1 Milliarden aus den Bereichen, die auch Sie von den Oppositionsparteien immer wieder angesprochen haben, Vereinfachungen in der Verwaltung und Konzentrierungen im Förderungsbereich. Letztendlich noch 900 Millionen aus der Streichung von Ausnahmen aus dem Steuerrecht, damit auch hier eine wesentliche Vereinfachung beim Steuerrecht. Und, um das abzurunden, ein gewisser Rest, der kleinste Bereich noch aus dem Solidaritätspaket. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie sich einen Ruck, weg vom politischen Kleingeld, folgen Sie der Vernunft und stimmen Sie der Steuerreform hier einstimmig zu. Danke. Der vom Herrn Abgeordneten Zakostelski eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht mit in Verhandlung. Ich hätte eine Bitte an die Clubs in diesem Zusammenhang, in diesem Fall speziell an den Club der ÖVP. Bitte Entschließungsanträge, die verlesen werden von den Abgeordneten, nein, alle, so rechtzeitig beim Präsidium vorzulegen, dass ich auch mitlesen kann, um dann feststellen zu können, dass der Antrag auch inhaltlich mit dem übereinstimmt, was verlesen wird. Ich habe jetzt versucht. Der Präsident beruft sich auf den Entschließungsantrag der Grünen, den der Abgeordnete Bruno Rossmann zuerst mündlich verlesen hat und der offenbar noch nicht schriftlich dann bei ihm vorgelegen ist beim Nationalratspräsidenten. Bruno Rossmann ist jetzt übrigens auch gleich wieder am Wort. Des Herrn Abgeordneten Fuchs stelle ich doch fest, dass er den Antrag zumindest in den Grundzügen so angesprochen hat, dass er als eingebracht gelten kann. Er wurde überdies ja inzwischen im Saal auch verteilt, sodass alle den Antrag auch zur Verfügung haben. Bitte das so zur Kenntnis zu nehmen. Als Nächster am Wort ist der Herr Abgeordnete Magister Bruno Rossmann.